Hallihallo, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Oh, ich hab's auf Peaceful noch vom Let's Play, weil das korrigieren wir natürlich gleich wieder. Okay. Wir haben keine Spitzhacken mehr, aber wir könnten mal langsam unsere Truhen benutzen. Erde können wir hier unten rein tun. So, und den Rest behalte ich jetzt noch mal. Ich mache mir noch schnell. Dafür reicht es nicht. Für Schuhe reicht's. Zwei Steinspitzhacken. Und dann können wir mal wieder losbuddeln. Wir suchen aktuell Eisen. So, da hinten gehört eine Fackel hin. Hier. Naja, nehmen wir einfach die. Okay, ich nehme doch die, die es nie haben. Ich will Eisen. 3, 4. Ach stimmt, da kann ich ja nicht platzieren. Okay. 1, 2, 3. So. Ich weiß nicht. Ich glaube, hier unten haben wir halt eine größere Wahrscheinlichkeit, was zu finden. Ups. Egal, passt schon. Machen wir noch schnell ein paar Steinstufen. Okay, das heißt, für 64 brauche ich 16 Stück jeweils. Ups. Reicht. Und ich habe mich nicht mal verrechnet. Cool. Ja, Eisen. Eisen. Das sind schon mindestens 6 Stück. Naja, nur 6 Stück. Aber naja, besser als gar nichts. Eisenspitzhacken.
Was habe ich denn hier gegraben? Da ich keine Monster höre, glaube ich, war ich das. Bloß wenn ich wüsste, mit was. Was? Kohle habe ich da gefunden, genau. Und da ist noch etwas Kohle. Erstmal hier zumachen. Wo laufe ich hin? Ich wollte weitergraben. Hier gehört noch eine Fackel hin. Hä? Wo bin ich? Jetzt da. Hier. Cool, jetzt brauchen wir eine neue Spitzhacke. Und ich habe einige Fackeln vergessen. Die hier. Das passt. Da passt es nicht. Das passt. Und dann sind wir auch schon wieder oben. Und es wird gerade Tag. Oder es ist schon länger Tag. Das, ja, wird Mittag. Okay, holen wir schnell das Eisen in den Ofen. Warum sind es noch 6 Stück? Achso, das wird. Habe ich mich vertan. So. Holz sammeln gehen. Ich glaube, wir hacken am besten den Wald da hinten ab. Also den brennenden Wald. Der stört mich. Aber ich glaube, ich habe hier echt eine coole Gegend erwischt. Genau, eine Frage, die ich mal nur so nebenbei stellen wollte. Es gibt einen Mod, der fügt solche Blöcke ein, mit denen man Brücken bauen kann. Wow. Also der fügt solche Blöcke ein, mit denen man Brücken bauen kann. Wenn ihr genauer wissen wollt, was das ist, googelt einfach mal Bridge Block Mod für Minecraft. Also Minecraft Bridge Block Mod. Dann wisst ihr, was ich meine. Ja. Und ich frage jetzt einfach mal so frei raus, soll ich den für die Let's Plays hernehmen oder soll ich das lassen? Cool wäre es definitiv. Das ist halt die Frage. Kann man vor allen Dingen coole Fallen bauen?
kann man zum Beispiel Fallen bauen, wo dann plötzlich, was weiß ich, die Monster in einen Kaktuswall reinfallen. Oha. Was mir definitiv gefallen würde. So, bis die Axt kaputt ist. Jo, das ist genau noch der Baum. Ich weiß nicht, vielleicht. Das ist jetzt die Frage. Weil ich wollte doch vor einem Zeitchen mal. Oh, ist das hässlich. Ich wollte vor einem Zeitchen doch mal das. Die Hölle. Habe ich ja gesagt, dass ich da auf jeden Fall hin will. Soll ich jetzt das Eisen nicht für die Spitzhacken hernehmen, sondern für einen Eimer, falls ich Lava finde. Und eine Flint and Steel mache ich. Ja, doch. Da haben wir einen Eimer und Flint and Steel. Dann könnten wir jetzt unser ganzes Haus theoretisch abfackeln, aber das wäre ja langweilig. Sprengen ist lustiger. So, wofür das ganze Holz? Wir bauen jetzt oben das ganze Gedöns etwas schöner. Dazu brauche ich allerdings noch eine Spitzhacke. Ich nehme am besten zwei mit. Eine kommt hier hin und eine kommt dahin. Obwohl, die kann ich eigentlich im Inventar lassen. Die Blume brauche ich zwar nicht, aber die nehme ich jetzt einfach mit. So. Ist das Kohle? Nee, das war nur Stein. Oh, haben wir denn Glas dabei? Ja, aber nur vier Stück. Mehr Glas habe ich nicht. Scheiße, das ist blöd. Okay, dann werde ich demnächst wieder. Ach Mist, jetzt habe ich hierfür nichts. Dann nehme ich einfach für die Stellen, wo Glas hin soll, Stein. So. Leute, die schon mal den Multiplayer gespielt haben, werden diese Bauweise definitiv kennen. Obwohl, machen wir hier unten auch noch Fenster. Ja, machen wir da auch noch Fenster. Man baut das Ganze auf einem Rahmen von Steinblöcken auf. Das heißt, ich grabe jetzt hier überall die Erde mal weg. Und platziere da dann Steine. Diesen Rahmen von Steinblöcken füllt man dann mit Holzblöcken aus. Macht zwar keinen Sinn, aber sieht einfach schön aus. Ich finde, Holz sieht hier generell schöner aus als